Wow, was ist hier nur los? Direkt vor meiner Haustür, direkt vor der Haustür des Safe Houses. Remi Demi ohne Ende, dabei wollte ich doch gerade eine Anmoderation machen. Na gut, dann schieben wir die erstmal auf. Machen hier die Leutchen fertig. Da kann ich mich auch gleich ein bisschen einspielen, denn neue Aufnahme, neues Glück. Wir haben heute wirklich eine ganze Menge cooler Sachen vor. Im Großen und Ganzen wollen wir zurück nach Roosevelt Island im Invaded-Modus, damit wir uns dort den Bolzen abholen können, den wir noch brauchen für die Nemesis. Das vorletzte Teil, was wir uns freispielen müssen. Und das wird haarig, denn wie immer spielen wir alles, was wir bis dahin absolvieren müssen, auf herausfordern. Und damit uns nicht langweilig wird, aktiviere ich mal die letzte für mich relevante Direktive. Und zwar, das wäre die Spezialmunition. Feindliche Kugeln können von unterschiedlicher Art sein. Die Art hängt von der feindlichen Fraktion ab. Finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. 3, 2, 1. Und da ist sie an, die vierte Direktive. Und wir wollen auch gleich loslegen, denn Zeit ist kurz und wir brauchen eine Menge Zeit, um bis nach Roosevelt Island zu kommen. Drei Aufgaben müssen wir erledigen. Und ich sehe auch gerade, wir müssen wohin, wo wir vorher noch nie gewesen sind. Camp White Oak, da war ich wirklich noch nie. Mal gucken, kann ich hier den Schwierigkeitsgrad überhaupt verstellen? Eine Sekunde mal, für später dann, ne? Für später. Ich mache das nicht sofort. Ja, können wir machen. Vielleicht war ich doch mal da. Vielleicht habe ich es vergessen, ist gut möglich, ne? Aber wir müssen auch noch zum Bankhauptquartier und hier das DCD-Hauptquartier spielen im Invaded-Modus. Und wir fangen mal an hier mit dem DCD. Ja, ja, ist ja gut, ne? Los geht's! DCD-Hauptquartier mit vier Direktiven auf herausfordernd. Solo. Vielleicht nicht mit der allerbesten Bewaffnung. Mal gucken, wie wir uns machen. Die DCD-Datenbank, um sich die Breitband-Virus-Statiker zunutze zu machen. Wir müssen sie aufhalten. Alles klar, kriegen wir hin. Toi, toi, toi. Ja, ich hätte mich vielleicht ein bisschen länger einspielen sollen, aber das wird schon, das wird schon. Erstmal eine schöne Position aussuchen. Ist der erste Einstieg hier. Go! Und dann schön geschützt sie platzieren für die optimale Unterstützung. Granatwerfer, Granate meine ich natürlich. Und Scharfschützi, boom! Was war denn das bitte? Das kann ich aber besser. So zum Beispiel. Schön brennen. Brennen sollt ihr, ihr miesen Black Tusk, ihr. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh, das meine ich mit Spezialmunition, ne? Das sollte ich mir nochmal überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Aber wir quälen uns erstmal ein bisschen durch, okay? Wir dürfen uns halt nicht treffen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Vorsichtig. Eins nach dem anderen. Ich muss viel schneller wieder in der Deckung sein. Au, au, au. Au, au, au. Vorsichtig. Au, 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 au. Wow, das ist aber schon ganz schön herb jetzt, dass so viele Gegner mehr Spezialmunition haben können. Und wenn das die Black Tusk hier dauernd hat, also diese Taser-Muni, dann weiß ich nicht, ob ich mich da vielleicht nicht übernehme. Aber mal gucken. Ich habe ja gerade erst angefangen heute zu spielen und ich glaube, das wird immer angezeigt, wer die Spezialmunition hat. Und deswegen sollten wir denn, wenn wir dann solche Gegner sehen, mit Spezialmuni sollten wir diese zuerst ausschalten. Wer hätte das gedacht? Bin auch sehr überrascht. Bei dieser Erkenntnis. Boom! Flop! So, und immer schön auf die Extra-Symbole achten. Der da, der hat Spezialmuni, genau der. Und der muss als erstes dran glauben. Das müssen wir uns jetzt angewöhnen. Und alles weitere kommt dann im Flow, glaube ich. Hoffe ich mal. Das wird schon. Komm raus. Gucken, gucken, gucken. Überblick bewahren. Oh, oh. Oh, oh. Ist ein Blindmacher, ne? Genau, der Blindmacher-Roboter. Nummer 5 lebt. Mal wieder. Schande. Und da kommen sie wieder von allen Seiten. Jetzt wird's unfair. Ii, weg. System gedrosselt. Erdspezialmuni, Erdspezialmuni. Verdammt, stopp um die Ecke. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und noch ein Medic, natürlich. Natürlich auch noch ein Medic. Alles cool, alles cool. Kriegen wir hin. Wir müssen uns nur ein bisschen drauf konzentrieren. Wir müssen uns ein anderes Pacing angewöhnen. Gerade was die Typ mit der Spezialmuni angeht. Wow, vorsichtig. Alles gut, alles gut. Der Scharfschütze, der macht mir am meisten Sorgen gerade.
Na? Jupp, alles klar. Und Eigenglück haben wir Geschützi dabei, der gibt uns gut Deckung, wie immer. Wir sind ein gutes Team, Geschützi, ein sehr, sehr gutes Team. Aber es lohnt sich. Wir kriegen mehr XP, wir kriegen besseren Loot, also nicht durch die Direktiven, aber durch den hohen Schwierigkeitsgrad. Das alles wird uns schneller voranbringen. Aber wir brauchen natürlich dann umso länger für die einzelnen Missionen. Die sind dann ein wenig knackiger. Aber ich mag so ein bisschen scharf, ne? Morgens in meinem Omelette habe ich immer Jalapenos drin, denn das bringt was. Mehr XP. Kaputt machen, ne? Habe ich mir fast gedacht. Die Virusproben vernichten. Wo sind die anderen? Bin auch so ein bisschen durcheinander. Ist immer so bei mir beim Einstieg. Und wird kaum besser dann mit der Zeit, aber so ein bisschen zumindest. Kann ich weiter? Geschützi ist eingepackt. Haben wir alles? Gab es hier vielleicht eine Munikiste? Ach, die wird schon noch kommen, ne? Die nächste Munikiste. Die nächste Munikiste kommt bestimmt. Cool bleiben. Wir müssen Division atmen. Im Takt von Division 2. Tom Clancy's Division 2. Warlords of New York. Mal wieder in Washington. Aber nicht für immer. Versprochen. Oh oh. Oh 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 oh. Killer Gnu. Ganz cool bleiben. Genau. Hier Geschütze hinpacken. Eine Granate nach hinten. Vorsichtig. Yay! Genau so. Und jetzt der Dicke, ne? Aber da kommen bestimmt noch welche dazu. Oh, natürlich. Natürlich. Der Dicke hat jetzt auch noch Schockmuni. Als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte. Natürlich. Na, explodiert das Teil? Auf dem Rucksack, habt ihr gesagt, ne? Immer schön auf dem Rucksack. Oder die Kette. Ja, natürlich. Und der Gurt. Irgendwie war das so, ne? Dann hat er, glaube ich, Ladehemmung. Vorsichtig. Vorsichtig. Um die Ecke geht gerade nicht. Uncool, ne? Oh! Vorsichtig. Kriegen wir hin. Der war noch nicht so stark. Aber stark genug. Kommt da noch mehr? Vorsichtig. Wir müssen die Gegner hier mit Respekt behandeln. Und ich habe nur bis Donnerstag Zeit. Bis die Invaded-Stützpunkte wieder zurückgeschalten werden. Ich glaube, es war Donnerstag. Da gibt es so einen Timer. Auf so einer Tom Clancy's The Division 2 Seite. Wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. Geschütz ist am Start. Ich habe noch 31 Schuss im Magazin. Freue mich schon auf die nächste Munitionskiste. Oh, 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 oh. Wer hat hier Spezialmuni heute? Weiß ich nicht. Aber das Killer-Gnu muss erstmal dran glauben. Boom! Boom! Schön. Genau so. Kommen da noch mehr? Hat er Spezialmuni? Nein, hat er nicht. Also nicht jeglicher Gegner, nicht jeglicher gegnerischer Soldat hat Spezialmuni. Immer nur so ein paar. Und die werden gesondert symbolisiert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und es wird schaurig. Ich mache mal die Fallout-Musik aus. Wir haben nachgeladen. Geschütz, die soll ich mal einpacken. Da kommt keiner mehr. Und go! Go, 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 go. Oh, endlich. Munition! Die unterirdische Leichenhalle sichern. Alle Feindkräfte neutralisieren. Aha. Ganz schön neblig hier unten, ne? Ist das Absicht? Wenn nicht, solltet ihr mal lüften. Ist das der Fog of War? Ist das ein Killer-Gnu? Ja, ist ein Killer-Gnu. Habe ich noch Granaten? Nein, habe ich nicht. War ja so klar. Kann ich das jetzt schon ausmachen, wer hier Spezialmuni hat? Ich glaube nicht. Nein, ich sehe deinen Kopf nicht. Doch, hat gereicht. Wir konnten durch die Plane schießen. So, wie war denn das jetzt? Wir konnten, glaube ich, die Gelenke zerfetzen und dann Granaten drauf werfen. So ging das, glaube ich, ganz gut. Da hinten ist Medic. Die mögen wir alle nicht. Vielleicht seine Basisstation mal eliminieren. Oh, sind das Brandbomben? Nee, ne? Einfach nur Splittergranaten. Auch nicht cool, aber nicht ganz so schlimm.
Vorsichtig. Immer schön die Symbole im Auge behalten und ihn in die Knie zwingen. Oh oh. Ja genau, mach die Decke da kaputt. Oh oh oh, Erdspezialmuni, Erdspezialmuni. Wer ist das? Vorsichtig. Ich sehe ihn gerade nicht. Nicht so gut. Wow, verdammt. Nicht, dass ich mich hier gleich festhake am Anfang. Oh, er hat gar keine Schwachstellen, keine schwachstelligen Gelenke. Hä, wie macht man den denn platt? Da muss doch irgendwas Rotes sein. Das wäre doch total unfair sonst. Das wäre total unfair. Gib ihm! Jawoll! Die Stoner, ne? Ich mag die Stoner ja so richtig. Vorsichtig. Da ist Spezialmoniman. Spezialmoniman! Kopf, Kopf, Kopf. Boom! Sehr schön. Hat der rote Gelenke? Hat der Killer Gnu Arthritis? Vielleicht. Vorsichtig. Hat hier jemand Spezialmoni? Nein, nein, nein. Oh oh. Viel zu neblig hier. Ich sehe doch gar nichts. Gib ihm Geschützi, gib ihm. Oh, wow. Krass. Ach so, das ist so ein Scharfschützen-Killer-Gnu gewesen. Mein Fehler. Da hätte ich mal ein bisschen drauf achten sollen, ne? Ja. Hat er Spezialmuni? Ne, genau, richtig. Das war jetzt mein Fehler. Ein klassischer Leo. Ein bisschen die Übersicht verloren. Oh, schon wieder. Schon wieder. Nicht aufgepasst. Der rote Punkt. Behalte den roten Punkt im Auge. Geschütze wieder platzieren. Und alle Mann zurück auf Anfang. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Na, geht doch. Freund Nase. Kriege ich dich hier durch weggefratzt? Das wäre ganz cool. Oh oh. Oh oh. Komm raus. Meine Güte. Hier ist ja heute was los. Lass Geschütz hier in Ruhe. Deckung. Ballern. Ballermann. Hier. Yeah. Geht doch. So langsam, ne? Wenn man diese vierte Direktive jetzt verstanden hat, dann geht das eigentlich. Bisher. Bis auf weiteres. Wer schießt denn noch darauf? Oder ist das der EMP? Ich glaube, das ist der EMP-Schaden oder so. Was da gerade so rumblitzt. Na gut. Haben wir alles? Wollen wir weitermachen? Ich glaube, ja. Munition sieht gut aus. Selbst wenn wir keine Munikiste finden. Wird schon, wird schon. Aber die letzte Direktive schalte ich nicht ein, weil das ist echt doof. Ich mag mein extra Leben. Und das würde jedes Mal deaktiviert werden, wenn wir dann Geschütze einsetzen. Das macht Solo überhaupt gar keinen Sinn. Ja, vielleicht, wenn wir irgendwann mal dieses Talent haben, unzerbrechlich, auf irgendein Rüstungsteil, dann vielleicht schon. Aber nein, nein, nein. Das ist selbst mir dann zu viel. Ich quäl mich ja gerne selber, aber das wäre dann zu viel des Guten. Musik. Ah, nehmen wir doch einfach die hier, genau. Munikiste. Ach, brauchen wir gar nicht, ne? Vorsichtig, vorsichtig. Killer Gnu. Hat hier irgendwer Spezialmuni? Weiß ich nicht. Cool. Hat Spezialmuni? Hat keine Spezialmuni? Ich weiß es nicht. Kette, 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 Kette. Ja, genau. Okay, das habt ihr mir ja verraten. Dass er dann Ladehemmung hat. Das ist ja großartig. Funktioniert ja viel besser, wenn man auf die Kette schießt. Dann kann er gar nicht mehr ballern. So einfach. So einfach geht das. Oh oh. Oh mein Gott, das geht ja viel einfacher. Ich sollte öfters mal auf eure Ratschläge hören. Ganz ehrlich. Mache ich schon oft, ne? Aber noch viel öfterer.
Wer ist da? Wer ist da? Gib alles! Nein. Heute nicht! Oh, der hat Spezialmuni. Ja, der hat Spezialmuni. Stopp, 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 stopp. Wow. Natürlich auch noch ein Medic. Die mag ich ja am allerliebsten. Schande. Komme ich denn jetzt bitte daran? Wie komme ich jetzt daran? So, vielleicht ein bisschen. Ich setze eine Drohne. Ja, gut, dann ist er beschäftigt. Drohnenstock entdeckt. Zumindest ein bisschen. Oh, ja. Yeah, genau so. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendeine Modifikation habe ich bekommen. Für Geschützi, ne? Kann das sein? Oh, warte mal. Können wir Geschützi stärker machen? Das wäre ja toll. Das wäre ja ganz toll. Wie war denn das nochmal? Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Rechtsklick, Mod-Plattform. Die Fertigkeit dieses Platzes kann nicht gewechselt oder verändert werden, da sie aktiv ist oder der Cooldown läuft. Ach so, alles klar. Dann Geschützi einpacken. Und dann nach dem nächsten Cooldown, ne? Dann geht's wieder ab. Hier nochmal alles checken. Sieht gut aus. Jetzt haben wir selber Schockmunition. Jetzt können wir sie... Jetzt können wir ihnen ihre eigene Medizin mal verpassen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so verkehrt. Wobei, ich glaube, das hätte ich besser... in mein Scharfschützengewehr packen sollen. Cooldown ist runter. Geschützi, haben wir vielleicht eine neue Modifikation für dich? Irgendwas Nices. Wirkzeit 2,8. Hier ist Lebensenergie mehr. Das wäre auch nicht verkehrt. Meistens wird Geschützi ja zerstört und erreicht nicht das Ende seiner Wirkzeit. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Ist auch eine Stufe 40 Modifikation. Setz dich mal ein. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Plus 10% Schaden ist immer noch... über jeden Zweifel erhaben. Und hier hätten wir nochmal 0,8% Wirkzeit. Wobei, ich glaube, Fertigkeitentempo ist da glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß nicht so hundertprozentig, was das bedeutet. Ich könnte das, glaube ich, hier rauslesen, wenn ich jetzt nicht so super aufgedreht wäre. Ach so, der Cooldown wird runtergesetzt. Natürlich, dann nehmen wir natürlich das... Fertigkeiten-Tempo ist was ganz, ganz Tolles. Was wir jetzt zu unserem Vorteil einsetzen. Ich habe gelernt, aus dem Kontext gelesen, man mag es kaum für möglich halten, selbst in so einer brenzligen Situation mit 4 Direktiven und auf herausfordernd. Ja. Aber hier geht das noch, ne? Hier geht das noch. Warten wir mal ab bis zum Boss oder so. Hallo. So, wer hat denn hier bitte Spezialmuni? Bestimmt ganz, ganz viele. Nein, nein, nein. Noch ist keiner mit Spezialmuni dabei. Granate, Granate. Ups. Na? Der hat Spezialmuni. Stopp. Hier, ganz wichtig. Er muss als erstes sterben. Er muss als erstes sterben. Nein, 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 nein. Stopp. Weg mit dir. Was richtig doof ist, wenn man 2 Medics auf dem Feld hat, die sich gegenseitig ständig heilen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Vor allem, wenn die irgendwie goldig sind oder so. Na. Vorsichtig. Schön ruhig. Schön ruhig, halt die Zielhand. Na. Ein Dicker, yay. Wir wissen Bescheid, wir kennen deine Schwachstelle und hier hat jemand Spezialmuni. Muss als erstes dran glauben. Das ist so unangenehm, aber irgendwie auch cool, ne? Man muss besonders vorsichtig sein bei denen. Geschützi, nur ihn beballern. Den mit der Spezialmuni. Oh, vorsichtig. Wow. Ich trau mich kaum rauszugucken. Aber ist in Ordnung. Ist geschafft. Ist geschafft. Jetzt noch der Dicke.